Das war die Videobotschaft vom Staatssekretär für Bildung, Forschung und Innovation, Mauro Dell'Ambroccio. Und bei mir jetzt Heinrich Bortis, emeritierter Wirtschaftsprofessor der Universität Freiburg. Herr Bortis, herzlich willkommen. Danke, es freut mich sehr, hier in Gondo zu sein, in dieser außerordentlich eindrücklichen Gegend. Ja. Wenn wir vom Thema sprechen, Wirtschaftstheorien auf dem Prüfstand, müssen wir ja davon ausgehen, dass es mehrere Wirtschaftstheorien gibt, die vielleicht auch untereinander in Konkurrenz stehen. Wie ist die gegenwärtige Lage dieser Wirtschaftstheorien? Gibt es da eine, die dominiert? Wie sehen Sie das? Ja, es gibt tatsächlich mehrere Wirtschaftstheorien, aber an den Universitäten oder in der Volkswirtschaftslehre, an den wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten dominiert eigentlich nur die sogenannte neoklassische Theorie, der ökonomische Mainstream, wie man das nennt. Wir haben also eine regelrechte wissenschaftliche, intellektuelle Monokultur. Und das impliziert auch, dass man die heutige Theorie, diese neoklassische Theorie, als die beste betrachtet, die sich aus einer langen historischen Entwicklung ergeben hat. Und alle anderen Theorien, die vorausgegangen sind, die betrachtet man als nicht sehr gute oder sogar falsche Theorien. Und deshalb müsse man sich nicht mehr mit der Geschichte der Wirtschaftstheorien beschäftigen. Nun aber haben große Ökonomen, vor allem Keynes, der Engländer Keynes, der die Theorie der effektiven Nachfrage geschaffen hat, der hat gesagt, die Geschichte, das Studium der Geschichte der Wirtschaftstheorie ist wesentlicher Bestandteil für das Studium der Volkswirtschaftslehre. Warum? Weil wir eben aufmerksam werden auf unterschiedliche Theorien, sogar auf Gegensätze. Zum Beispiel Walras, ein französisch-schweizerischer Ökonom, sagt, wir haben eine inhärente Tendenz zur Wohlbeschäftigung. Keynes sagt gerade das Gegenteil. Wir können ein Gleichgewicht bei Unterbeschäftigung haben, bei unfreiwilliger Arbeitslosigkeit. Und über solche Gegensätze müsse man nachdenken, sagt Keynes, das führe zu selbstständigem Denken, und er hat dafür ein großes Wort verwendet, das führe zur Emanzipation des Geistes. Selbstständiges Denken, sagen Sie, an den Universitäten heute wird da nicht mehr selbstständig gedacht. Sie waren selber jahrzehntelang Professor. Wie haben Sie das erlebt? Gab es da eine Entwicklung in den letzten Jahren? Nicht wahr. Ich würde sagen, es wird heute immer mehr gelernt und weniger studiert. Denn studieren heißt, sich eingehend mit einem Sachverhalt beschäftigen. Und die Studenten haben heute die Zeit nicht mehr, um das zu tun, wegen dem Bachelor-Master-System, wo man nach jedem Semester in jedem Fach Examen machen muss. Das führt zu einer Art Schubladendenken. Der Sinn für ganzheitliche Betrachtung, für Zusammenhänge geht meiner Ansicht nach dadurch weitgehend verloren. Und das ist bedenklich, denn ein deutscher Ökonom hat in den 50er Jahren gesagt, die Fakten sind stumm, nur eine Theorie bringt sie zum Sprechen. Das heißt, Sie können die Funktionsweise eines Wirtschaftssystems nicht empirisch testen. Die Theorie ist absolut entscheidend. Und deshalb ist das Studium der Geschichte der Wirtschaftstheorien von entscheidender Bedeutung, um eben daraus sozusagen die plausibelste Theorie herauszudestillieren, die man dann brauchen kann, um Sachverhalte erklären zu können. Ist das vielleicht auch typisch für unsere Zeit heute, dass wir vielleicht auch gar nicht mehr bereit sind oder schon nicht mehr imstande sind, uns eben vertiefter, auch länger mit einer Materie auseinanderzusetzen? Oder ist das nur ein Problem der Volkswirtschaftslehre? Nein, das ist nicht nur ein Problem der Volkswirtschaftslehre. Eine Zürcher Journalistin, Claudia Wirz, hat vor einigen Monaten einen Artikel in der NZZ gehabt, in dem sie sagt, Wissen ist nicht Bildung. Wissensanhäufung ohne tieferes Verständnis ist nicht Bildung. Bildung ist eben tieferes Verständnis, das Ganze sehen, Zusammenhänge sehen. Nun, unser Thema, wie Sie gesagt haben, ist ja Wirtschaftstheorien auf dem Prüfstand. Es gibt mehrere Theorien und ich würde sagen, es gibt vor allem zwei große Theoriengruppen. Die eine, das ist die neoklassische Theoriengruppe, die Theorie der Marktwirtschaft, die angebotsorientiert ist, nicht? Die vorhandenen Ressourcen bestimmen das Ausmaß der Beschäftigung. Und im Idealfall haben wir dort Gleichgewicht und Harmonie. Und dann haben wir auf der anderen Seite die klassisch-keynesianische Theoriengruppe, die sagt, wir haben in einer Marktwirtschaft überhaupt keine Tendenz zum Gleichgewicht, im Gegenteil, zunehmende Ungleichgewichte mit allen sozialen Folgen. Nicht? Arbeitslosigkeit hat soziale Folgen, zum Beispiel Verarmung. Und es hat zwischen diesen beiden Theoriengruppen, vor allem in den 1960er Jahren, eine intensive Diskussion stattgefunden. Und die Kritiker, die klassisch-keynesianischen politischen Ökonomen, haben diese Diskussion eindeutig gewonnen. Aber und, heute? Nun, das ist richtig, nicht wahr? Da kann man sich sofort die Frage stellen, wieso dominiert dann diese Theorie heute nicht? Und das Problem ist schon ein Problem der Wissensvermittlung. Nicht? Das neoklassische Modell ist von der Idee her relativ einfach. Das Grundmodell ist das Modell des allgemeinen Gleichgewichts von Walras. Das ist inoperabel, das kann man nicht unter die Leute bringen. Aber Alfred Marshall hat um 1890 ein Lehrbuch geschrieben, eine Abhandlung muss man sagen, Principles of Economics. Und diese Principles sind Grundlage geworden für die ganze Lehrbuchliteratur, die wir heute haben. Also die Neoklassiker haben heute Tausende, Zehntausende von Lehrbüchern. Und die Kritiker, die klassisch-keynesianischen Kritiker, haben nicht ein einziges, das befriedigend ist. Sind Sie dagegen innerhalb in der Uni auch angerannt, gegen Wände gerannt? Wie haben Sie das erlebt? Wie wurden Sie da wahrgenommen? Ich muss sagen, viele Studenten haben einfach meine Prüfungen gemacht, weil sie diese Prüfungen machen mussten. Aber ich würde sagen, die ausgezeichneten Studenten, die entfalten sich in jedem System. Die sind immer da. Und ich muss sagen, ich habe eine ganze Reihe ausgezeichneter Studenten, die ohne weiteres eine akademische Karriere hätten machen können. Aber das ist unmöglich. Heute ist es praktisch unmöglich, dass ein junger, alternativ denkender Ökonom, dass der den Einstieg finden kann in die akademische Welt, ja. Professor werden kann. Sprechen wir über die gegenwärtige Lage, der Ist-Zustand. Wo drückt da Ihrer Meinung nach der Schuh? Was läuft schief, Ihrer Meinung nach? Jawohl, der Ist-Zustand. Da kann man sagen, in der globalisierten Welt und auch in einer Welt von großen Wirtschaftsräumen, da ist es entscheidend, wettbewerbsfähig zu sein. Das heißt, man muss in Bezug auf Preis-Qualitätsverhältnis günstig liegen, um möglichst viel exportieren zu können. Daher auch die ganze Wirtschaftsförderung, nicht? Unternehmen anziehen, damit diese produzieren in einer Gegend und dann exportieren. Und das Problem ist, dass aber nicht alle Länder auf der Welt sich über Exporte entwickeln können. In keynesianischer Sicht, wo die Nachfrage dominiert, in Geld ausgedrückte Nachfrage dominiert, da kann man sagen, die Weltnachfrage nach Gütern und Dienstleistungen ist ein großer Kuchen, der gegeben ist. Und aus dem schneiden sich die einzelnen Länder und Regionen Stücke heraus. Nun, die Schweiz und Deutschland beispielsweise, Japan, aufgrund ihrer günstigen wirtschaftlichen Entwicklung, einer disziplinierten Entwicklung, mit technischen Hochschulen, Techniken, Bedeutung des Handwerkes, denen ist es gelungen, relativ große Stücke aus diesem Kuchen der effektiven Nachfrage herauszuschneiden. Und dann muss man noch hinzufügen, dann noch die besten Stücke. Nicht? Die vielen Stücke quasi dann? Die besten Stücke, also das heißt, sind überproportional vertreten auf den Weltmärkten. Nicht? Und wir exportieren ja vor allem hochwertige Produkte, die arbeitsintensiv sind, die direkt und indirekt sehr viele Arbeitsplätze schaffen. Nicht, wenn man auch noch die Forschung und Entwicklung mit hineinbezieht, die Lehre an den Universitäten. Und dann kommen notwendigerweise andere Länder unter die Räder. Die müssen dann industrielle Standardprodukte exportieren, zum Beispiel zum Teil auch nach China, Indonesien. Das sehen Sie heute bei den Textilien. Ich habe ja praktisch nichts mehr in Europa gemacht, das kommt alles aus Asien oder sonst woher. Und das heißt, dieser Mechanismus führt dazu, dass sozusagen die Starken immer stärker werden. Das bewirkt zunehmende Ungleichgewichte, die Arbeitslosigkeit nimmt erreicht in bestimmten Ländern und Regionen, die ist sehr groß. Zum Beispiel in Griechenland haben wir heute Arbeitslosigkeit gegen zwischen 25 und 30%, Jugendarbeitslosigkeit 60%, aber auch innerhalb von einzelnen Ländern, auch bei reichen Ländern, armen Ländern, haben sie zunehmende Ungleichheiten in der Einkommensverteilung. Und das schwächt wiederum die Kaufkraft der Bevölkerung. Und das heißt, dass dann die Nachfrage nach Gütern noch mehr abnimmt und dass der Konkurrenzkampf auf den Weltmärkten immer härter wird. Wie kann man aber das durchbrechen, Ihrer Meinung nach? Weil man kann, oder sollten wir Schweizer sagen, okay, wir sind jetzt stark, haben vielleicht die Möglichkeit, noch stärker zu werden. Sollen wir jetzt absichtlich schwächer werden? Das ist eine gute Frage. Oder wo setzen Sie an? Ich würde sagen, ich würde ausgehen von einem Titel, der gestern in Wallis im Guten stand. Wir sind in einer radikalen Wendezeit. Also so in Bezug auf die... Und meiner Ansicht nach brauchen wir tatsächlich eine neue Weltwirtschafts-, Finanz- und Geldordnung. Wir brauchen also, nicht wahr, man hat den Übergang von der Agrargesellschaft, von der Handwerksgesellschaft, von der traditionellen Gesellschaft im Ende des 18. Jahrhunderts zur modernen Industriegesellschaft, hat man genannt die große Transformation. Und ich würde sagen, wir brauchen heute eine neue, große Transformation. Aber wo möchten Sie, oder wo soll man ansetzen? Auf globaler Ebene, lokal? Wer soll das tun? Ich würde sagen, was jetzt die Wirtschaft angeht, lokal, dass man vermehrt setzt auf einheimische Produktion. Und man sieht das überall, das ist im Kommen. Nicht? Wenn man dann ein ganz einfaches Beispiel nimmt, das Bier, heute haben Sie überall kleine Brauereien, die aufkommen, lokales Bier, und das wird mit der Zeit die großen Brauereien in Schwierigkeiten bringen. Oder allgemein auch beim Essen, dass man wieder zurückkehrt zum traditionellen Essen. Nicht wahr? Also das ist bereits im Kommen. Aber grundsätzlich, was das für die Wirtschaft bedeutet, ist, dass heute wirtschaftliche Werte, Reichtum, Wachstum, Höhe des Volkseinkommens, dass das die obersten Werte sind. Und kulturelle Werte im weitesten Sinn sind irgendwie untergeordnet. Und dieses Werteverhältnis müssen wir umkehren. Wieder etwas schaffen, wie es im Mittelalter war. Nicht wahr? Natürlich war ganz anders ausgestattet, aber grundsätzlich wie es im Mittelalter war. Dass die Wirtschaft wieder eine materielle Basis darstellt und auf dieser materiellen Basis können wir dann ein möglichst reichhaltiges Kulturleben, gute politische Strukturen, ein Rechtssystem aufbauen Aber da muss man sagen, das impliziert, dass man eine sehr starke Theorie hat, die uns diesen Zonenzustand beschreibt und die vor allem den Übergang vom jetzigen Ist-Zustand zum Zonenzustand beschreibt. Also ich nehme an, Sie wollen nicht zurück ins Mittelalter, wie soll dieser Zonenzustand erreicht werden? Ja. Ich glaube, und man spricht davon, man spricht immer mehr davon, auch bei der Weltbank. Und der Schlüsselökonom ist, wie immer, Keynes. Keynes ist meiner Ansicht nach derjenige Ökonom, der das 20. Jahrhundert und das, was ihm folgt, am besten und am tiefsten verstanden hat. Und Keynes hat die beiden Weltkriege, die große Wirtschaftskrise der 30er Jahre, hat er auf einem von einer hohen intellektuellen und politischen Warte aus mitverfolgt, und er hat sich gesagt, so kann es nicht weitergehen. 1933 hat er einen Aufsatz geschrieben, National Self-Sufficiency, nationale Selbstgenügsamkeit. Das heißt, so viel wie möglich bei sich selber produzieren. Was nicht heißt Autarkie und Abgeschlossenheit. Jedes Land, vor allem kleine Länder wie die Schweiz oder wenn man einen Kanton nimmt wie das Wallis, die müssen einen bedeutenden Teil ihrer Produktion exportieren. Das Wallis zum Beispiel chemische Produkte, wo sie eine gewisse Stärke haben, der Tourismus, da müssen wir exportieren, um dann eben importieren zu können, was wir selber nicht produzieren können. Aber das wird meiner Ansicht nach die Zukunft sein. Der Außenhandel wird eine ganz andere Funktion haben. Der wird nicht dazu da sein, um neue Arbeitsplätze zu schaffen und andere unter die Räder zu bringen, sondern der Außenhandel wird ganz einfach da sein, dass man seine Überschussproduktion, dort wo man natürliche Stärken hat, wie jetzt das Wallis, Chemie, Tourismus, dass man da exportiert, um eben dann importieren zu können, das, was wir nicht haben. Gewisse Rohstoffe und andere Industrie- und Produkte und Dienstleistungen. Diese Selbstgenügsamkeit, wie kann sich das zum Beispiel, wie können sich das die Zuschauer vorstellen? Was könnte das bedeuten auch für das Individuum selber? Das heißt, und das muss man sagen, und das wurde auch gesagt in letzter Zeit, wir können diesen Luxuslebensstandard mit 2, 3, 4 Fernsehapparaten, mehr als ein Auto pro Familie und anderes werden wir nicht beibehalten können. Wir müssen schon aus Umweltgründen abbauen, denn die nicht erneuerbaren Rohstoffe, die sind begrenzt. Und man wird in Zukunft diese aufteilen müssen, möglichst gerecht aufteilen müssen auf alle Länder, auf uns. Und schon von daher werden wir technische Grenzen haben. Aber wenn man eben diese Umkehrung der Werte hat, dann wird das Materielle automatisch in den Hintergrund rücken. Man wird genügsamer leben, bescheidener leben, dafür aber auf kultureller Ebene im weitesten Sinn wird man tätig werden, und das verschafft meiner Ansicht nach eine sehr viel größere Befriedigung als die Jagd nach Geld, die man nie, nicht wahr, die Jagd nach Geld, die nie zu einer Sättigung führt. Aber nimmt das den Menschen nicht auch ein bisschen den Raum, um sich kreativ, auch wirtschaftlich kreativ, unternehmerisch kreativ entflechten zu können? Nein, ich glaube, die Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Technik, die wird weitergehen. Und man muss sich vorstellen, dass man wieder so Institutionen hat, wie man das im 19. Jahrhundert hatte, wo man in England und in Deutschland vor allem, da hat man Technologieparks eingerichtet, die gearbeitet haben an fortschrittlichen Produktionstechnologien, und diese Technologien, die da herauskommen, die werden dann den Klein- und Mittelbetrieben zugänglich gemacht. Da müssen wir nicht vergessen, Es wird heute viel gesprochen von Silicon Valley. Und Silicon Valley und der militärisch-industrielle Komplex in den Vereinigten Staaten, die genießen massive Staatsunterstützung. Nicht? Sonst könnten die gar nicht überleben. Nicht? Und da kann man jetzt in Klammern gerade beifügen, die Leute in Silicon Valley hatten eine panische Angst vor einem Wahlsieg von Trump, weil dann der Zustrom eventuell von hochklassigen Wissenschaftlern aus Europa und Asien stark zurückgehen könnte. Und das impliziert irgendwie auch, dass die Vereinigten Staaten nicht in der Lage sind, ihre wissenschaftliche Elite zu reproduzieren. Ihr Schulsystem ist nicht gut genug. Aber auch wir importieren ja in Anführungszeichen Fachkräfte oder müssen sogar. Das ist auch eine Sache, nicht wahr? Diese Migration, die sich aus den immer größeren Ungleichheiten ergibt, das führt zu einem Import von Fachkräften. Aber wir müssen sehen, dass wir damit die Länder, aus denen diese Fachkräfte kommen, dass wir die weiter schwächen. Und das heißt, die Ungleichheiten werden dadurch verstärkt werden und die Migrationsströme werden eventuell unkontrollierbar werden. Vor ein paar Tagen ist die Bundeskanzlerin Merkel nach Westafrika. Das waren früher französische Kolonien. Wieso soll eine deutsche Bundeskanzlerin dahin gehen? Und die Sache ist, dass nur in Westafrika gegenwärtig 20 bis 25 Millionen Menschen warten, um durch Libyen hindurch nach Europa zu kommen. Massive Wanderungsbewegungen. Und diese Wanderungsbewegungen werden zweifellos noch verstärkt werden durch die Erderwärmung, dass große Küstenstriche, nicht, zum Beispiel Bangladesch, Texas, ein guter Teil von Texas, New York und so weiter, wenn die Erderwärmung so weitergeht, werden die unter Wasser stehen. Und vor allem aus Bangladesch und dem Pazifikraum werden massiv Flüchtlinge nach dem Westen kommen, auch nach Europa. Also, was ich sagen will, ist, die neue Weltwirtschaftsordnung, die Keynes vor Augen gehabt hat, die zielt darauf ab, die Nation aufzuwerten, den Nationalstaat im guten Sinne aufzuwerten, den Nationalstaat als Kulturnation aufzuwerten. Und man kann sagen, dass das sogenannte Gemeinwohl, Subsidiarität, Solidarität, das kann nur im Rahmen des Nationalstaates gelöst werden. Unter einer Voraussetzung, wenn die Zahlungsbilanz, also vielleicht besser die Leistungsbilanz, also die Erträge aus den Exporten und dann die Importe von Gütern und Dienstleistungen, die Gegenüberstellung von Exporten und Importen, wenn die einigermaßen ausgeglichen ist. Und da hat Keynes gesagt, da brauchen wir eine neue Weltgeldordnung. Und sein Vorschlag war 1944, von dem spricht heute kein Mensch mehr, dass wir ein supranationales Weltgeld brauchen. Nicht? Keynes war ein großartiger Geldspezialist und der hat gesehen, während Jahrtausenden hatten wir ein supranationales Weltgeld. Und das waren die Edelmetalle, Gold und Silber. Nicht? Und er hat gesagt, in der heutigen Zeit ist das zu stark, Gold- und Silberbestände, die sind nicht flexibel genug, wir müssen ein künstliches Gold schaffen. Und das hat er genannt Bancor. Das ist die Kombination von zwei französischen Wörtern, Or, Gold, das geschaffen wird von einer Bank, deshalb Bancor, und die in Frage stehende Bank ist natürlich die Weltbank, dass die Weltbank und ihre Filialen den Bancor managen. Und das Prinzip ist ganz einfach, nicht? Wenn die Schweiz exportiert, dann erhält sie Bancor. Und wenn die Schweiz importiert, fließen Bancor wieder ab. Und das impliziert automatisch eine Tendenz zu einem Leistungsbilanzgleichgewicht. Keynes hat da zwischen 1944 und 1946 einen Band geschrieben von 600 Seiten ungefähr, wo er das ganze System darstellt. für die Unternehmen selber ist das nicht höchst aufwendig und bürokratisch, die Investitionen etc. so abzuwickeln. Ganz im Gegenteil. Wir würden wieder das System haben, auch der 50er und 60er Jahre, wo der Dollar noch stark war, dass fixe Wechselkurse zur Leitwährung oder jetzt hier zur Weltwährung bestehen, fixe Wechselkurse, und der Unternehmer braucht sich also überhaupt nicht mehr abzusichern betreffend Wechselkursschwankungen. Spekulation auf Devisen würde dahin fallen. Das würde ganz einfach sein, wenn zum Beispiel ein deutscher Unternehmer eine schweizerische Maschine importieren will, und wenn man jetzt annimmt, Deutschland hat die Mark, dann müsste der deutsche Unternehmer über seine Bank bei der Deutschen Bundesbank Bancor kaufen. Diese Bancor werden der Schweizerischen Nationalbank gutgeschrieben und die Schweizerische Nationalbank bezahlt den Exporteur in Schweizer Franken aus. Das ist ein ganz einfaches System. Geniales System, würde ich sagen. Und das glauben Sie, weil heute Geldgeld. Man spricht darüber, weil Sie würden den ganzen Finanzmarkt zum Beispiel spricht darüber, aber abkapseln. Die ganzen spekulativen Bewegungen von Finanzgeldern, Hot Money, heißes Geld, würden dadurch sehr stark eingeschränkt oder verunmöglicht. Steuerhinterziehung wäre strikt genommen unmöglich. Die Überweisung von Geldern aus kriminellen Tätigkeiten wäre nicht mehr möglich. Nicht? Es gibt also heute mächtige Widerstände gegen den Bancor. Und es ist mir einmal vorgekommen, an einer großen Versammlung, da waren dummerweise viele Leute da, hat mich ein junger Vertreter der Avenir Suisse implizit als Dummkopf bezeichnet, als ich nur das Wort Bancor ausgesprochen habe. Nicht? Ich habe nämlich kurz vorher gelesen, dass heute an verschiedenen Orten, auch bei der Weltbank, darüber wieder nachgedacht wird. Ich würde Sie jetzt nicht als Dummkopf bezeichnen, aber ich würde trotzdem fragen, diese Theorie, diese Vorstellung, glauben Sie, dass das realistisch ist, diese eines Tages auch umzusetzen, oder bleibt das eine Theorie, vielleicht auch eine Utopie, weil die Tendenzen momentan scheinen in eine ganz andere Richtung zu gehen? Das ist eine sehr gute Frage, denn der Übergang vom jetzigen Ist-Zustand zum Soll-Zustand, der wird steil und steinig sein. Und es wird eine energische politische Führung brauchen, um die große Transformation durchzuführen oder überzugehen auf, könnte man sagen, wegzukommen vom externen Entwicklungsmechanismus über Exporte zu einem internen Entwicklungsmechanismus, bei dem die Einkommensverteilung, gleichere Einkommensverteilung, die Kaufkraft der Bevölkerung stärkt und Staatsausgaben, sozial angemessene Staatsausgaben, vor allem für das Erziehungswesen. Also meiner Ansicht nach in der Zukunft werden die Staatsausgaben für Erziehung, Ausbildung, Kultur, das wird den größten Posten darstellen bei den Staatsausgaben, mit allem, was das impliziert. Zum Beispiel ganz kleine Schulklassen, das braucht also viele Lehrerinnen und Lehrer auf Primarschulstufe, und die Primarschulstufe ist außerordentlich wichtig, und das wird bei der heutigen Migration wichtig sein, denn mein Gefühl ist, dass sich die Migranten doch zu einem guten Maße anpassen müssen an unsere Gewohnheiten und Institutionen. Nicht? Sonst geht es nicht gut. Da sind Sie jetzt schon wieder auf dem politischen Parkett zum Abschluss, von der Rhetorik her, von den wirtschaftlichen Ansätzen. Haben Sie da nie Angst, auch vielleicht in eine rechtsnationalrealistische Schmudlecke gedrängt zu werden? Es gibt ja durchaus eine Schnittmenge von einer politischen Seite jetzt hier Ihrer Wirtschaftstheorie. Nein, ich glaube nicht, weil wenn wir keine Tendenz haben zur Vollbeschäftigung, dann muss der Staat im Zusammenhang mit der Gesellschaft, muss dann geordnete ökonomische Verhältnisse schaffen. Also das Garantieren von Herbeiführen von Vollbeschäftigung, das heißt die Abwesenheit von unfreiwilliger Arbeitslosigkeit und eine ausgeglichene Einkommensverteilung, das werden die entscheidenden Elemente sein dieser Wirtschafts- und man könnte sagen Wirtschafts- und Sozialpolitik. Und darum sprechen wir auch nicht von Wirtschaftswissenschaften, das ist viel zu eng, nur das Verhalten der Individuen, Profit maximieren, Nutzen maximieren, sondern wir sprechen hier eigentlich vom materiellen Gemeinwohl, das die Grundlage ist und auf dem dann das nicht materielle, das kulturelle Gemeinwohl aufbauen kann. Heinrich Bortis, vielen Dank für Ihre Ausführungen und jetzt gehen wir quasi von einer eher akademischen Perspektive rüber zur Front quasi, zur Bankenfront.